das Flugzeug hier im Kreis fliegen. Ah ja. So, das macht dann nochmal 355. Was geht, Freunde der Außenwelten? Recht herzlich willkommen. Heute reagieren wir auf das neue Video von Fresh Door, Carina bei der Arbeit am Flughafen. Jedes Flugzeug wird sicherlich irgendwie irgendwann irgendwo abstürzen, wenn Carina dort arbeitet. Wir switchen rüber zum Desktop und let's rock! Nachdem Carina erst bei McDonald's, dann bei der Tankstelle, dann beim Dönerladen, dann im Taxiunternehmen, dann bei Edeka, dann im Weihnachtsladen, dann als Ärztin, dann im Restaurant und dann als Kinokartenverkäuferin rausgeschmissen wurde, ja, hat sie nun einen neuen Job. Der aber wahrscheinlich auch nicht lange halten wird. Flughafen im Check-in-Bereich. Achso, viel Spaß, okay. Und gute Unterhaltung. Ah, ist nur der Check-in-Bereich. Dann sind die Flugzeuge wahrscheinlich noch sicher. Aber die Passagiere anscheinend nicht. Einchecken. Ausweis. Das geht los. Aha. Alles okay bei Ihnen? Alles gut, danke. Ich fliege nur zum ersten Mal, ein bisschen Flugangst. Oh, das brauchen Sie wirklich nicht zu haben. Unser Flughafen ist der sicherste der Welt. Oh, das beruhigt mich zu hören, danke. Das war 1951. Mittlerweile sind wir auf den vorletzten Platz gerückt. Haben Sie von der Story gehört mit dem Flugzeug, das aus Versehen den Gepäckwagen hinten eingeklemmt hat und bis nach New York mitgeflogen hat? Ja. Viele Minuspunkte. Okay. Scheiße. Oder der Zwischenfall vor 3 Wochen, als der Kapitän durchs Flugzeug Allahu Akbar gerufen hat. Dabei hat er nur seinen Praktikanten gerufen. Der heißt so, Allahu Akbar. Oh, da löst du eine Panik aus vom Feinsten, Alter. Dir würde ich irgendeinen Spitznamen geben. Vielleicht, wenn Sie mich einfach nur schnell einchecken, dann wird... Natürlich, natürlich. Oh, Unwetterwarnung. Könnte ein bisschen wackelig werden heute. Ich möchte das eigentlich alles gar nicht wissen. Also, so. Sie fliegen heute mit Uganda Airlines. Ja, mach ich immer so. Bitte Sie ernsthaft, könnten Sie bitte... Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht verunsichern. Das wird ein ganz, ganz toller erster Flug für Sie. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ganz, ganz viel Glück heute am Freitag, den 13. auf Platz 13a. Viel Spaß. Carina bei der Arbeit. Das Ziel wird er niemals erreichen. Das Leben ist hart. Und die Wahrheit ist manchmal schwer zu verkraften. Mhm. Die Konkurrenz war heute einfach ein bisschen stärker. Ah. Judith, tut mir leid. Ich habe heute leider kein Ticket für dich. Der Flug ist überbucht. Tut mir leid, ich wollte es ein bisschen dramatischer machen. wie überbucht? Na, überbucht. Kein Platz mehr frei. Sie können nicht mitfliegen. Aber ich habe doch ein Ticket. Und ich habe Herpes. Macht Sinn. Keine Möglichkeit. Sehen Sie da hinten den Mann? Wenn Sie dem ein paar aufs Maul hauen und sein Ticket klauen, könnten Sie mitfliegen. Ist derselbe Flug. Das ist doch ein Witz, oder? Na ja. Aber man kann sagen, was man will. Die Lösung ist gut. Ich muss diesen Flug bekommen. Das ist unglaublich wichtig für mich. Können Sie nicht noch bitte einmal nachgucken? Ich werde mal nachfragen. Gabi! Ja, gibt es... Gabi arbeitet überall, oder? Ist eine Möglichkeit, dass eine Kundin in einem überbuchten Flug doch noch mitfliegen kann? Nein. Aber Gabi hat doch ja gesagt. Nee, das habe ich anders verstanden. Dann würde ich gerne einmal mit Ihrer Kollegin Gabi sprechen. Das geht nicht. Wieso nicht? Gabi ist ein Papagei. Ihre Kollegin ist ein Papagei? Mein Ehemann war 3 Jahre lang sterbenskrank. Oh. Ich habe ewig gebraucht, um das Geld zusammenzukriegen, um den Flug zu finanzieren nach Texas. Ich bitte Sie aus ganzem Herzen, ich flehe nach Sie an. Nach bitte. Naja, kann man mal machen. Sie mich an Bord gehen. Tun Sie es. Für die Liebe. Also, entweder habe ich gerade Schmetterlinge im Bauch oder mir kommt die Kotze hoch. Es ist die Kotze. Carina bei der Arbeit. Wäre auch ziemlich merkwürdig, wenn sie Schmetterlinge auskotzen würde oder ausspucken, besser gesagt, aus. Ist ja selber. So, dann stecken Sie bitte Ihr Gepäck einmal darauf, damit ich Sie einchecken kann, ja? Was ist denn? Zu schwer. Okay, dann zahle ich die anfallenden Kosten selber dafür, ja. Nee, Sie! Wie bitte? Was sagen Sie denn? Ich glaube, das geht Sie überhaupt nichts an. Das stimmt. Achtung, Achtung, es ist soeben ein kostenloser Platz frei geworden nach Teneriffa. Also, wenn jemand Interesse hat, einfach an den... Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. 102 Kilo. Bum, 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 bum. Ja, weiß ich doch selber. Ist ja auch alles überhaupt kein Problem. Ich muss Ihnen nur ein bisschen... Da haut aber irgendwas nicht hin. Was umzwitschen. Was machen Sie denn da jetzt? Naja, eben war Schumann Vetter hier. Und der sitzt links. Deswegen müssen Sie jetzt rechts sitzen. Sonst würde das Flugzeug hier im Kreis fliegen. Ah ja. So, das macht dann nochmal 355. Das ist doch so klar. Was, wieso denn das? Naja, mit einem Sitz kommen Sie wohl nicht aus, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Flughafen Hamburg, dass wir hier drehen durften. Es war sehr, sehr lustig und sehr, sehr entspannt. Vielen, vielen Dank dafür. Klickt hier gerne auf die Videos. Hier seht ihr die letzten Carina-Videos. Passt auf euch auf, macht's gut. Und
Am 22.06. ist es soweit, da kommt Teil 2. Da gucken wir natürlich auch rein. Das wird wieder geil und fein. Worauf soll ich als nächstes reagieren? Schreibt es mir. Wenn euch das Video gefallen hat, liken. Wenn ihr nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschieden mich um.